Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sarah und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Beautygram. Hier testen wir skurrile und verrückte Beauty-Trends, die gerade so im Netz und vor allem auf Instagram rumkursieren. Und heute melde ich mich zurück mit einem sehr coolen Thema, Hashtag Rainbow Nails. Und ich bin ganz gespannt, ob es am Ende genauso gut aussieht wie auf den ganzen Fotos. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir dafür brauchen. Und zwar selbstverständlich Nagellackfarben in den Regenbogenfarben, einen Schwamm und noch einen Topcoat, damit das Ganze schön glänzt. Ich habe jetzt meine Fingernägel schon einmal weiß lackiert, damit wir keine Zeit verlieren. Dann ist auch noch ganz wichtig, dass wir Latex haben. Und ich würde sagen, ich starte mal. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass es mit einem Pinsel besser geht. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Pinsel hier. So schön um die Fingernägel rum, beziehungsweise auf die Haut. Dann habt ihr später kein Problem, dass, dann kämpft ihr nicht so mit Nagellack später. Ich denke, jetzt bin ich fertig. Jetzt muss das Ganze natürlich noch schön antrocknen und dann melde ich mich gleich zurück. So, die Latexmilch ist mittlerweile auch schon getrocknet. Sieht ziemlich witzig aus auf den Fingern. Und jetzt sortiere ich mir hier mal, eigentlich sind die schon sortiert, meine ganzen Nagellacke an. Und ich trage mir die jetzt in circa einer 1 cm dicken Schicht auf diesen Schwamm hier auf und ich starte mit Rot. Na, ob das klappt, wenn ich schon Probleme habe beim Nagellack auf Schwamm auftragen. Halleluja. So sieht das jetzt aus. Und ich beginne am Daumen. Das klappt ja gar nicht. Okay, ich glaube, dass der Schwamm einfach nicht geeignet ist, weil er das Produkt zu sehr aufsaugt und dann vom Nagel wieder nimmt. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal mit einem anderen Schwamm. Ich mache das jetzt mal bei einem anderen Nagel. Bei dem Nagel hat es super gut geklappt, aber bei den anderen, glaube ich, hat das Produkt ein bisschen gefehlt. So, also einen Farbverlauf gibt es auf alle Fälle. Der Schwamm saugt natürlich auch noch ein bisschen Produkt auf. Das heißt, man muss auf jeden Fall öfter hier den Nagellack drauf geben. Das wiederhole ich jetzt gerade zum dritten Mal. Ich will euch nicht verheimlichen, dass es natürlich eine unglaubliche Sauerei ist, die man da veranstaltet. Aber das Ganze muss natürlich jetzt wieder trocknen und dann ziehen wir es gleich ab. Das Ganze ist jetzt trocken und was mir jetzt gleich schon mal aufgefallen ist, ich habe leider zu wenig Latex an manchen Stellen, glaube ich, verwendet. Ich werde das Ganze jetzt mal abziehen und gucken, ob sich es auch leicht abziehen lässt. Ja, wie cool ist das denn? Also an alle, die ein bisschen Probleme haben beim Nagellack auftragen, ideale Lösung, Latex. Also ein bisschen daneben habe ich gemalt, aber das kriegt man ja noch mit dem Wattestäbchen und mit Nagellackentferner weg. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommt noch der Topcoat und den tragen wir einfach wie einen ganz normalen Nagellack über die bunten Nägel auf. Der Topcoat ist nun auch getrocknet und man sieht jetzt hier schon das Endergebnis. Ich muss leider sagen, dass ich ein paar Mal den Schwamm verkehrt herum gehalten habe, sodass hier rot oben ist und hier lila. Also das ist mein Fehler. Das macht ihr einfach ganz anders, wenn ihr das zu Hause nachmachen solltet. Ich muss sagen, es sieht richtig cool aus. Also mir gefällt es super. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt und ob ihr es nachmachen würdet. Also schwer war es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt regelmäßig machen würde, wenn ich Bock habe, mir die Nägel zu lackieren, weil es schon lange dauert mit dem ganzen Warten, bis das alles trocken ist. Aber das Endergebnis gefällt mir wirklich sehr gut und würde ich, denke ich, auch so tragen. Also auf dem Instagram-Foto sieht das Ganze schöner aus, als ich es jetzt gemacht habe. Es sieht sehr präzise aus, die Farben verlaufen total schön ineinander und das ist bei mir eben nicht der Fall. Und was mir besonders gut an der ganzen Technik gefällt, ist, dass man das natürlich variieren kann. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die ganzen Regenbogenfarben verwenden. Ihr könnt auch nur zwei Farben nehmen, die einen schönen Ombre-Effekt haben sollen und ganz ehrlich, super. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was für coole oder skurrile Beauty-Trends aus Instagram und Co. ich noch testen soll. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!